Hallo, mein Name ist Inga Wingerova. Ich begrüße euch in unserem Webinar. Ihr habt eine richtig wichtige Entscheidung in eurem Leben getroffen. Und wir fangen an mit unserem Thema über unseren Kurs. Das ist die Methode von Dmitri Baradov. Wie man sich in 10 Tagen komplett von der Alkoholabhängigkeit befreit. Auf diesem Webinar werdet ihr erfahren, was ihr alles tun müssen, was ihr tun müsst, um für immer mit dem Trinken aufzuhören und das ohne Ärzte, Medikamente, Hypnose und ohne Selbstüberwindung. Und warum auch ihr das schaffen werdet. Und ich erkläre euch, warum es bis heute noch nicht geklappt hat. Ja, es gibt gute Gründe dafür. Der Kurs wird ungefähr circa eine Stunde dauern. Und ich werde euch ein Wissen geben, welches ihr von keinem Toxikologen, Psychologen, Arzt oder auch aus den Medien erfahren konnt. Dieses Wissen wurde von russischen Wissenschaftlern lange gesammelt, es wurde lange experimentiert, die Methode wurde verbessert, perfektioniert und die Methode von Dmitri Baradov, mit der wir heutzutage erfolgreich international arbeiten, ist auf dem neuesten Zustand und dass es dadurch, dass sie immer wieder perfektioniert wurde, ist sie jetzt, so wie sie jetzt ist, am effektivsten. Wir sagen natürlich nicht, dass unsere Methode die beste ist. Es gibt einige Methoden, die vielleicht auch gut funktionieren, aber ganz sicher ist diese Methode eine von effektivsten momentan, das ist eine ganz neue Methode, das ist wirklich was ganz, ganz Modernes, Neues und wie gesagt wissenschaftlich geprüft. Früher, noch vor 20 Jahren, war das absolut unmöglich, alleine aus der Sucht zu entkommen. Ich habe selber manche Menschen verloren, die getrunken haben. Meistens war Herzinfarkt am Ende die Ursache oder durch irgendwelche Unfälle sind diese Menschen aus dem Leben ausgeschieden. Hier noch einige Tatsachen über unsere Schule. Wie gesagt, wir arbeiten international, wir arbeiten schon seit sehr vielen Jahren. Auf der ganzen Welt, in Russland sehr, sehr effektiv. Es sind Tausende von Menschen, die jetzt schon frei von der Sucht leben. In Deutschland sind wir neu, aber wir haben schon viele Kunden momentan und schon Menschen, die sich aus der Sucht befreit haben im deutschen Raum. Deswegen stehe ich absolut hinter dieser Methode. Bitte schreibt im Chat, wie lange ihr schon trinkt und was ihr trinkt, so ungefähr, wenn jemand will. Wir sind hier alle anonym. Ich kann euch nicht sehen. Ja? Also ihr seid total frei und je mehr ihr die Wahrheit schreibt, desto besser für euch. Man muss diese Sache gegenüber sehr offen stehen. Das ist der erste Schritt zum Erfolg. 10 Jahre, ja. Ja, seit 20 Jahren. Ja, normalerweise dauert es ungefähr 10 bis 25 Jahren, bis die Sucht so schlimm wird, dass man wirklich vor der Wahl zwischen Leben und Tod steht.
In der letzten Zeit täglich, ja. Danke schon für eure Antworten. Ja, wie befreit man sich aus der Alkoholabhängigkeit? Erstens muss man wissen, was zu tun ist. Ja, was muss man tun? Von alleine kommt man aus der Sucht nicht raus. Bitte schreibt im Chat auch, ob ihr wegen sich selbst auf dem Webinar seid oder in einer Co-Abhängigkeit seid, damit wir wissen, wie viele prozentual, wie viele Menschen selber betroffen sind und wie viele Menschen praktisch mit Alkoholsüchtigen leben. Okay, also meist dann selbst Betroffenen. Okay. Wie schon gesagt, man muss wissen, was man tun muss und man muss verstehen, wie dieses was getan werden muss. Das ist genau der Erfolg von dieser Methode. Ein bisschen über unseren Kurs. Unser gesamter Kurs dauert 10 Tage. Dieser Tag ist ein Einführungskurs und dann gibt es noch 9 Webinare, 9 Live-Webinare und ab dem zweiten Tag fangen wir schon mit der individuellen Arbeit an. Das heißt, ich schaue mir jede persönliche Geschichte von euch an, damit ich weiß, welche Verbindungen im Gehirn zum Auflösen sind. Ja. So, und während diesem Kurses lernen wir, was man tun muss, um mit dem Trinken aufzuhören, warum es nicht geklappt hat. Früher, ja, die meisten von euch haben sicher schon habt ja schon mehrere Rückfälle wahrscheinlich hinter euch. Und natürlich, wir lernen, wie wir das verwirklichen können, und zwar richtig und effektiv. Und wir fangen an, nach dem zweiten Kurstag dieses Wissen im Leben umzusetzen. Ja, bitte schreibt im Chat, wer mit so einer Bedienung und Vereinbarung einverstanden ist. Einfach vielleicht ein Plus schreiben oder ein Ja. Okay, danke schon. So, gehen wir weiter. So, hier wird die Frage gestellt, gesundheitliche Probleme kann man nicht lösen, wenn man das folgende Wissen nicht hat. Was ist das Wesen eines Problems? Was ist die Ursache für dieses Problem? Ja, man muss natürlich die Ursache kennen. Natürlich ist so, wenn man die Folgen nicht beseitigen kann, deutet es darauf hin, dass man die Ursache nicht kennt. Viele Menschen, die trinken, können die Frage, warum sie trinken, gar nicht beantworten. Meistens sagen sie, aus dem Stress oder einfach so oder weil es schmeckt. Natürlich ist es ein Schmarrn, ja. Das ist nicht die Ursache. Wir werden die genaue Ursache heute in diesem Einführungswebinar betrachten und euch wird es klar, dass die richtige Ursache irgendwo ganz anders liegt. So möchte ich hier euch eine Frage stellen. Ist Alkoholabhängigkeit eine Krankheit und sind Alkoholiker kranke Menschen? Bitte im Chat schreiben, wenn ja, warum, wenn nein, warum.
Ja, weil es so gesagt wird, genau. Ja, unsere Methode geht davon aus, vielen Dank für eure Kommentare, unsere Methode geht davon aus, dass die Alkoholsucht keine Krankheit ist. Ja? Dazu ein Experiment. Platzieren wir mal 100 Alkoholiker und 100 Krebskranke auf eine Insel. Auf dieser Insel gibt es keinen Alkohol. Es gibt Häuser, es gibt alles, was ein Mensch zum Leben und Überleben braucht. Aber es gibt, wie gesagt, keinen Alkohol. Was glaubt ihr, wenn wir jetzt nach 6 Monaten wieder auf diese Insel kommen, wer kommt uns entgegen? Krebskranke werden wahrscheinlich verstorben sein, weil sie wirklich Medikamente und Ärzte brauchen. Alkoholiker werden super gesund und munter aussehen, wahrscheinlich mit einer tollen Gesichtsfarbe, voller Energie, eventuell oder fast ganz sicher mit der Angst, wieder auf das Festland zu gehen und wieder Alkohol zu trinken oder trinken müssen. Dieses Experiment und auch andere Experimente beweisen, dass Alkoholismus keine Krankheit ist. Alkoholismus ist die Wirkung eines Alkoholprogramms im Bewusstsein und Unbewusstsein eines Menschen. Dieser informative Virus lebt unbemerkt in eurem Unterbewusstsein und natürlich in eurem Gehirn. Und ein Mensch weiß gar nichts davon. Er denkt, dass er eigene Entscheidungen trifft. In Wirklichkeit, wer die Entscheidungen trifft, ist die Substanz, die das Gehirn von einem Menschen manipuliert. Natürlich kann sein, dass es für euch eine ganz neue Information ist. In Wirklichkeit wissen viele Ärzte davon, aber sie sagen das nicht. Aber die meisten Menschen und Psychologen, Psychotherapeuten wissen das selber nicht und oft trinken sie auch selber. Und Menschen, die sich doch irgendwann die Frage stellen, ob es wirklich stimmt, dass der Alkoholismus eine Krankheit ist, finden auch heutzutage neue Methoden, neue Antworten und stellen fest, das mit der Krankheit stimmt nicht wirklich. Noch vor 70 Jahren haben einige ehrliche Mediziner das schon bewiesen, dass der Alkoholismus keine Krankheit im Sinne einer Krankheit ist. Jeder Mensch wird nüchtern geboren. Also ist die Mutter Natur davon ausgegangen, dass dieser Zustand der beste Zustand für uns ist. In diesem Zustand können wir mit Freude, mit Lebenslust, mit viel Kraft gut überleben, uns gut entfalten, das Leben genießen und glücklich sein. Jeder andere Zustand ist neurotisch, krank und hat eine fremde Ursache. Deswegen kann jeder Mensch seinen nüchternen Zustand sich wieder zurückholen. Ja? Wir alle haben eine Erinnerung in unserem Unterbewusstsein von diesem Leben als Nichttrinker. Und dieses Programm, das Programm von einem nüchternen Leben, muss wieder aktiviert werden. Genau das werden wir auf unserem Kurs hier lernen. Jetzt ist die wichtigste Frage: Warum trinkt der Mensch? Sicher, hier sind einige angeblichen Ursachen oder Gründe, warum man trinkt, weil man ja so einen Superzustand erlebt, ja einen vollen Genuss
oder so, um Stress zu reduzieren, negative Emotionen zu vergessen, aus Langeweile, Antriebslosigkeit, schwache Willenskraft. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum ihr überhaupt mit dem Alkohol angefangen habt? Was muss man mit einem Menschen machen, damit er diese komische, stinkende Substanz überhaupt trinken kann? Ja, da gehört schon etwas, ein bisschen Überwindung dazu. Ich konnte als Kind den Stoff gar nicht riechen. Das war einfach widerlich für mich. Ja, um auf die Idee, den Stoff zu trinken, zu kommen, braucht man eine entsprechende Information im Gehirn und Unterbewusstsein, die das Interesse verursachen würde und tatsächlich, ja, verursacht. Das heißt, es wird künstlich eine Information erzeugt, die uns zum Trinken zwingt. Wann entsteht das Interesse an Alkohol? Nach der Geburt? Nein. Man hat ein Experiment in einigen Kindergärten durchgeführt. Kinder sollten eine Party bei sich zu Hause, eine Geburtstagsparty malen, ja? Und das Erste, was alle Kinder gemalt haben, war die Flasche. Trinkende Eltern und die Flasche. Das erklärt schon einiges. Das heißt, diese Kinder waren schon vorprogrammiert auf den Alkoholkonsum. Die sehen, dass die Eltern, wenn sie trinken, lustiger werden. Ein Kind kann mehr Bonbons essen. Mein Kind darf mehr, was normalerweise verboten ist. Und ein Kind merkt sie das. Das Unterbewusstsein vergisst gar nichts. Und das Unterbewusstsein eines Kindes merkt sich, ah, das muss gut sein. Wenn ich erwachsen bin, trinke ich auch, bin ich auch lustig. Und dann kommt die ganze Kinobranche dazu. Wir haben mal ein Experiment gemacht, wollten einfach schauen, wie viele Filme es gibt, die eigentlich das Trinken propagandieren, und wie viele Filme es gibt, die eigentlich anti-Alkohol sind. Oh, anti-alkoholisch irgendwie. Und wie wir auch hier sehen, da Marilyn Monroe und James Bond und diese ganzen Filme, ja, propagandieren eigentlich das Trinken. Immer mit Freude. Wir sehen ja nicht die ganzen Kliniken, die voll von Alkoholikern gestopft sind, ja, oder die ganzen 74.000 Tote, die jährlich in Deutschland nur dieses Leben verlassen. Das, was wir hier sehen, das ist die ganze Werbung. In Wirklichkeit, die ganzen Schauspieler, entweder sind ein Ex-Alkoholiker oder sie trinken gar nichts, die haben nie was getrunken. Sie mussten trinken, weil sonst hätte der Sponsor kein Geld für den Film gegeben. Ja? So, wir sehen, dass eure Alkoholabhängigkeit ist ein Prozess mit seinen Wurzeln in der Kindheit. Und dass ihr jetzt dieses Problem habt mit dieser Substanz, ist es kein Zufall. Ja, das war ein langer Prozess, und aus irgendwelchem Grund hat sich die Sucht einfach verschlimmert. Jedes Ereignis, wie Freude, Trauer, Langeweile, Probleme, Stress, alles Mögliche, ist kein Grund, warum ihr zur Flasche greift. Menschen, die dieses Programm im Gehirn nicht haben, trinken, egal was passiert, ob ein Todesfall oder große Freude, die trinken nichts. Die haben einfach diese Verbindung zwischen zwei Neuronen oder mehreren Neuronen im Gehirn ist nicht da. Ja? Diese Kettenreaktion findet nicht statt. Ereignis, Flasche. Das ist der einzige Unterschied. Es trinken nur die, die im Kopf das Alkoholprogramm
haben. Das ist die einzige Ursache des Trinkens. Kein Programm, keine Aktion. Wir können nichts tun, wenn wir diese Aktion nicht vorher in Gedanken gehabt haben. Das heißt, Genuss, Euphorie, Stress, negative Emotionen, Gewohnheit, Langeweile, schwache Willenskraft, das sind keine Ursachen. Ja, das ist, dass unser Gehirn sagt, das ist die Ursache. In Wirklichkeit, sind die Folgen von einem Programm und dieses Programm liegt sehr tief im Unterbewusstsein verborgen. Es ist hier ganz logisch erklärt mit einem Computer. Tatsächlich, man kann dieses Alkoholprogramm wie ein Virus in der Psyche eines Menschen sehen. Ein Virus, der einen Menschen zerstört. So wie wenn ein Computer einen Virus bekommt, funktioniert das Gerät nicht mehr richtig, ja? Genauso passiert das mit einem Menschen. Der kann nichts mehr, der kann nichts verändern, weil das Programm steuert sein Gehirn, steuert sein Leben und zerstört ihn am Ende. Um diesen Virus zu töten, braucht man einen Antivirus. Unser Kurs ist nichts anderes als dieser Antivirus für eure Psyche, für euer Unterbewusstsein. Es ist so, dass jeder, der Alkohol gerne trinkt, denkt, dass das seine freie Entscheidung ist. Er denkt, er hat Lust zum Trinken, er mag es zu trinken. In Wirklichkeit, das ist eine Illusion, die unter der Wirkung vom Alkohol entsteht. Man will eigentlich selber natürlich nichts trinken. Ja, das Alkoholprogramm diktiert einem Menschen diesen Wunsch zum Trinken, den Wunsch, sich selbst zu zerstören. Nur der Mensch selber weiß nichts davon. Er verwechselt fremde Steuerungen als eigene Wünsche. Hier sehen wir die sogenannte Pyramide der Abhängigkeit. Das Erste, was in die Psyche eines Menschen gelangt, das ist das informative Alkoholprogramm. Alkohol ist gut. Alkohol sollte man trinken, ja, das passiert sehr früh, meistens in unserer Kindheit. Dann fangen wir irgendwann an, manche fangen mit 12 Jahren an, manche mit 16. Ich habe mit 16 angefangen, mir war ganz schlecht nach der ersten Party, ich weiß nicht mehr, es war wirklich eine totale Vergiftung. Irgendwann schreibt bitte im Chat, in welchem Alter mit dem Alkohol angefangen hat. Mit 6. Mit 10. Mit 16. Vielen Dank. Ja, nach dem ganzen, was der Alkohol macht, der bekämpft alle Schutzinstinkte und Schutzreflexe, so dass man eigentlich keinen Schutz mehr hat und trinken muss, weil man hat keine Chance, ja. Man kann nicht mehr Nein sagen. Irgendwann kommt es zur Gewohnheit, wird das Ganze zur Gewohnheit, man greift zu der Flasche automatisch und es dauert bei manchen Menschen ein bisschen länger, bei den anderen Menschen passiert das sehr schnell. Entsteht ein starkes Verlangen nach Alkohol. Wenn man nicht weiter trinkt, dann leidet man sehr. So sehr, dass man weiter trinken muss. Jetzt schauen wir uns, warum hat es mit dem Aufhören früher nicht geklappt. Meine Kunden haben mir erzählt, dass die mehrere Therapien hinter sich hatten. Entgiftungen, Therapien. Viele Kunden haben alles ausprobiert. Ja, es hat nichts geholfen. Ich erkläre euch auch, warum. Das Problem liegt hier ganz tief in der Wurzel.
Die Wurzel ist das Problem. Die ganzen Therapien, Hypnosen, alles Mögliche, ja, Klinikaufenthalten, Medikamente, es ist alles hier in dieser Baumkrone. Ja. Aber die Wurzel besteht und sie wächst weiter. Und irgendwann fängt man wieder an. Ja. Das heißt, das Einzige, was man machen muss, die ganze Wurzel zerstören. Das ist die einzige Lösung aus diesem großen, tödlichen Problem. Alles andere, ein bisschen an der Krone was zu machen, das ist Zeitverschwendung und führt nur zu Frustration und zu Selbstaufgabe. Man verliert die Hoffnung, je älter man wird, desto schwieriger wird es, mit der Sucht aufzuhören. Dieser Kurs, diese Methode von Dmitri Paradov hilft euch, das tödliche Alkoholprogramm in eurem Gehirn und eurem Unterbewusstsein zerstören. Denn dieses Programm sitzt im Unterbewusstsein und natürlich auch im Gehirn. Das Gehirn wird vom Unterbewusstsein gesteuert, daher behandelt werden beide Felder vom Gehirn. Ja, mit welcher Methode werden wir dieses Alkoholprogramm zerstören? Aber erstmals zu dem Alkoholprogramm selbst. Natürlich hat man oft Depressionen. Wenn man nicht trinkt, hat man schlechte Laune, Depressionen. Alle möglichen neurotischen Zustände. Das ist normal. Das alles verursacht das Programm. Solange das Programm im Unterbewusstsein sitzt, verursacht dieses Programm Verschlimmerung alter Krankheiten und Entstehung neuer Krankheiten. Schlechte Laune, Depressionen, Nervosität, Abnahme der Leistung und Lebensmotivation. Man verliert jegliche Lust, etwas zu machen, etwas auf die Beine zu stellen in seinem Leben. Natürlich wird das gute, gesunde Aussehen zerstört. Es entstehen massive Minderwertigkeitskomplexe bis zu Selbsthass. Familien werden zerstört, Ehen werden zerstört. Die Lebensdauer wird ca. 20 Jahre verkürzt. Das ist enorm viel Lebenszeit. Und warum auch viele Kunden aufhören? Weil wir mit unserem Vorbild unsere Kinder auf Alkoholismus vorprogrammieren. Wir geben unseren Kindern keine Wahl. Ja, sie sehen uns, sie sehen, wie wir trinken und sie kriegen diese Information in ihr Unterbewusstsein rein und danach werden sie automatisch mit dem Trinken anfangen. Natürlich sind auch große materielle Ausgaben, die kommen auch noch dazu, ja, für den Kauf von Alkohol, für Medikamente, dann Zuzahlungen bei den Krankenkassen, wenn man im Krankenhaus ist. Man verliert so viele Gegenstände, die ganzen Strafen, Unfälle, alles Mögliche, ja. Manche Menschen gehen zu Geistheilern und man probiert alles aus Verzweiflung. Natürlich will kein Mensch bewusst diese ganzen schrecklichen Entwicklungen nicht. Wir wissen, wie das Ganze endet. Jeder hat wahrscheinlich in seinem Freundeskreis mindestens einen Alkoholtoten schon gehabt. Daher ist die einzige Lösung, um diesen tödlichen Prozess zu stoppen, ist dieses Alkoholproblem so schnell wie möglich zu lösen, dieses Alkoholprogramm aus dem Gehirn zu entfernen. Warum ist unsere Methode so erfolgreich? Unsere Methode hat Der Erfolg unserer Methode hat drei Komponenten. Die Methode selbst, die, wie schon gesagt, von russischen Wissenschaftlern entworfen wurde, euren starken Wunsch aufzuhören, denn
Das ist hier keine Wundertablette, also er muss schon mit uns zusammenarbeiten, mit unserer Unterstützung. Und der Volk braucht einen Trainer, der von A bis Z alles erklärt, was man in der Zukunft machen soll, wie man das machen soll. Wir arbeiten nach einem strikten Plan. Ja, und natürlich, wir unterstützen euch auch psychologisch. Hier geht es um ein Experiment, um Leben und Tod. Ich überspringe dieses Experiment. Es ging um... So, jetzt muss ich den zweiten Teil... Ihr werdet diese Aufnahme, also dieses Video dann per E-Mail von mir kriegen. Ja, ihr könnt dann in Ruhe das Ganze anschauen. Auch über dieses Experiment hier. Ich möchte jetzt eure Zeit ein bisschen sparen. Es geht darum, dass man einfach ohne Trainer sehr wenige Chancen auf die Befreiung vom Alkohol hat. Ja, die Chancen auf Erfolg sind 7-mal höher, wenn man einen Trainer an der Seite hat. Ja? Weil es ist so, solange das Programm im Gehirn festsitzt, steuert das Programm eigentlich die ganzen Handlungen von Menschen. Und daher ist es schwierig. Man kommt auf einen klugen Gedanken, heute zum Beispiel nicht zu trinken, und da spricht schon das Programm für diesen Menschen. Daher braucht man einen Antivirus von draußen. Hier auch ein Beispiel, wenn es wirklich brennt, was würde der tun? Mit einem Eimer durch den Hof laufen und warten, bis alles abbrennt, oder doch die Feuerwehr anrufen und richtig Hilfe holen? Ich weiß nicht, ob alle von euch oder jemand von euch die Geschichte von Roger Bannister kennt. Das war ein Sportler, der hat den Rekord gemacht, der etwas, was absolut unmöglich bis zu dem Tag, zu einem bestimmten Tag war. Ja? Er hat nicht nur diesen Erfolg erreicht, diesen Rekord erreicht, er hat die Blockade, die Denkblockade im Körper von anderen Sportlern aufgelöst. So dass nach diesem Tag, nach diesem 6. Mai 1954, dieser sportliche Erfolg, dieses Ergebnis überhaupt möglich wurde. Und dann haben viele Sportler dieses Ergebnis erreichen können. Ich lasse das, ich überspringe das, das konnte er auch zu Hause alles lesen. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, das ist, um euch einfach die Hoffnung zu geben, dass es wirklich um eine mentale Blockade geht. Ja, wir haben tausende Menschen mit dieser Methode schon befreit. Und man muss daran glauben. Diese mentale Barriere ist nichts wie eine mentale Barriere in eurem Kopf. Es gibt tatsächlich auf der Welt Millionen von Menschen, die sich aus der Sucht befreit haben. Beurteilt einfach nicht mehr, was auf dieser Welt möglich ist und was nicht. Alkoholsucht rauszukommen ist nicht nur möglich, sondern dass es notwendig. Heute musst du eine Wahl zwischen Leid, Tod, Alkoholismus treffen und einem alkoholfreien Leben und Glück. Also Leid, Tod, Alkoholismus und einem alkoholfreien Leben und Glück. Das ist die Wahl heute. Wir werden in unserem Kurs keine Tabletten, keine Hypnose, keine Willenskraft,
einsetzen, ohne Selbstquälerei, ja. Das ist etwas absolut Neues auf der Welt, hundertprozentig neu. Ihr habt von solchen Methoden noch nirgendwo gelesen, es ist auch kein Alenka-Buch. Das sind keine Affirmationen, keine Meditationen, keine Magie, keine Hypnose, wie schon gesagt. Das ist eine rein wissenschaftliche, psychologische Methode. Es ist absolut irrelevant, wie viele Jahre ihr schon getrunken habt, was ihr getrunken habt, ob ihr Unfälle gehabt habt oder andere Sachen. Wir arbeiten in eurem Unterbewusstsein, nicht an den Folgen. Hier ein bisschen zu dem Tag 2. Ab dem Tag 2 werden wir anfangen, mit euch individuell zu arbeiten. Ja, mit jedem wird individuell gearbeitet, je nach der Situation. Und ihr werdet diese geheime Formel der Zerstörung, physische Abhängigkeit kennenlernen. Und wie wir alle zusammen euch praktisch aus der Abhängigkeit befreien werden. Am dritten Tag werdet ihr frei von diesen quälenden Gedanken an Alkohol, die sehr oft zum erneuten Konsum vom Alkohol führen. Keine Gedanken, keine Aktion. In eurer Seele wird wieder Harmonie und Ruhe wohnen. Ja, bitte schreibt im Chat, wer von euch mit uns dabei ist. Ja? Einfach Ja oder Plus. Danke schon. Viele Alkoholabhängige machen sich auch Sorgen, ob das Leben ohne Alkohol nicht zu langweilig wird. Das macht die Droge, ja? Das macht der Alkohol. Der Alkohol sagt, das Programm ist so raffiniert in eure Unterbewusstsein reingesetzt, dass das praktisch euch so steuert, dass diese Angst überhaupt entstehen kann. Angst vor einem Leben ohne Alkohol. In Wirklichkeit ist ein Leben mit Alkohol langweilig, freudenlos, mit Sorgen, mit Krankheiten, eigentlich ist das eine Hölle. Ein Leben mit Alkohol ist kein Leben. Das ist wie ein Leben im Gefängnis. Man kann ja nicht sagen, ich war im Gefängnis und das war ganz toll, lustig. Ich habe so viel Spaß gehabt, ja. Das war eine reine Lebensfreude. Im Gefängnis war toll. In Wirklichkeit ist ein trinkender Mensch der gleiche Gefangene, der im Gefängnis sitzt. Am Tage 4 werden wir zu diesem Thema Freude, Interesse und volle und Energie, Lebensenergie ohne Alkohol. Wir werden uns mit diesem Thema beschäftigen. In Wirklichkeit ist dieses Leben voller Energie, Freude und Glück eigentlich nur ohne Alkohol möglich. Ja, viele Trinker erzählen mir auch, dass natürlich die Beziehung sehr stark gelitten hat. Weil wenn man besoffen ist, dann sagt man sehr unangenehme, also mild ausgedrückt, Dinge seinem Partner. Es führt oft zu Trennung und dann trinkt man noch mehr und auch Partner, die man in diesem Zustand anzieht, sind alles andere als gute Partner. Entweder trinken sie selber oder sie sind selber irgendwie emotional nicht so erreichbar. Natürlich leiden auch Kinder, das wissen wir alle, ja, aber dieses Alkoholprogramm blockiert, wir wissen sehr viel über die Folgen, nur man kommt einfach so nicht raus.
Am Tag Nummer 4, am fünften Tag, werden wir schauen, wie man eigentlich durch alkoholfreie Lebensweise wieder die eigene Familie heilt. Ja. Viele Menschen berichten über globale Verbesserungen in ihrer Familie. Manche trennen sich von den jetzigen Partnern und finden neue Partner, die viel besser sind. Das ganze Leben verändert sich. Natürlich haben viele Menschen die Frage, wie soll ich dann auf Partys gehen, wie soll ich überhaupt, was soll ich machen? Liebe Leute, das eigentliche Problem liegt hier, ja, im Gehirn. Wenn dieses Problem hier nicht mehr da ist, dann erübrigt sich die Frage, was soll ich auf eine Party machen, einfach von sich selbst, ja, von alleine. Diese Frage wird einfach nicht mehr gestellt. Ihr werdet stolz auf euch sein, auf sich selbst sein. Und man sitzt ganz stolz auf eine Party, man kann sehr lustig sein, man hat viel mehr Spaß, am nächsten Tag ist man nicht krank. Man muss sich nicht schämen, dass man vielleicht was ganz Blödes, Verletzendes jemandem gesagt hat oder jeder Alkoholiker, jeder Trinker hat irgendwann irgendwelche Freundschaft kaputt gemacht durch das Trinken. Ja? Ihr werdet euch auch ganz wohl auf Partys fühlen. Genau deswegen, weil ihr nichts mehr trinkt, weil ihr keine Angst mehr habt, etwas Dummes, Blödes anzustellen. Ja? Man kommt wie ein normaler Mensch, ein toller Mensch und man geht wie ein toller Mensch und nicht wie ein, Entschuldigung, ein besoffenes Schwein, ja, auf diese Party. Und morgen, wie viele Kunden berichten, wacht man auf mit Kopfschmerzen, und man weiß nicht, was hat man gestern gesagt, was hat man getan. Man schämt sich, man versucht alles irgendwie wieder hinzubiegen, wenn es noch möglich ist. Die Hölle. Am siebten Tag werden wir lernen, wie man mit den Stresssituationen umgeht, wie man mit Depressionen umgeht. Ja, diese Sache. Das alles kann man toll erlernen. Man wird ohne Gift, ohne Alkohol, wird man stärker. Das Nervensystem regeneriert sich. Dann gibt es am Tag Nummer 8, werden wir auch das Thema Wein, Bier oder Energy Drinks ein bisschen anschauen. Zum Beispiel das Bier hat auch noch Östrogen, also weibliche Hormone, was für Männer eigentlich auch ganz blöde Folgen hat, ja, der Bauch und der ganze männliche Körper. Das ganze hormonelle System eines Mannes verändert sich. Ja. Wenn man trinkt, hat man oft Angst, dass man seinen Job verliert. Und das stimmt. Ich bin selber Arbeitgeberin und ich achte sehr, sehr drauf, ob ein Mensch trinkt. Und das, glaub mir, das merkt ein geschulter Arbeitgeber sofort. Man sieht das an den Augen, die Augen werden bleisig. Man ist anders, man wird anders wahrgenommen. Ich merke, wenn ein Mensch gestern getrunken hat, merke ich zum Beispiel sofort. Ich kann manchmal gar nicht erklären, wie ich das merke. Genauso merkt das auch eure Arbeitgeber. Genauso wie er merken wird, wenn ihr nichts mehr trinkt. Ja? Außerdem fängt das Gehirn richtig gut zu funktionieren an. Man kann schwierigere Aufgaben erledigen. Man arbeitet gerne, man arbeitet besser. Die Leistung steigt oder man wechselt den Job ganz, weil, wie gesagt, das ganze Leben verändert sich. Ein Mensch möchte nicht mehr vielleicht einen alten Job
möchte was Besseres tun, einen besseren Job haben. Und das gehört natürlich zu diesem neuen alkoholfreien Leben dazu. Was sich auch verändert, und das berichten mir auch viele Kunden, dass viele Freunde einen dann als Vorbild sehen, weil in Wirklichkeit viele Menschen, die selber trinken, beneiden einen, der nichts mehr trinkt. Ja, sehr, sehr viele Menschen würden das auch schaffen, würden gern das auch schaffen, schaffen das nicht. Und ein Mensch, der sich aus der Sucht befreit hat, gilt automatisch als Vorbild. Was sehr, sehr angenehm und sehr motivierend sein kann und motivierend ist. Was passiert nachdem ihr unseren Kurs absolviert habt? Wir lösen durch unsere Methode, durch die Methode von Dmitri Paradov, lösen sich die Verbindungen im Gehirn, die euch früher zum Trinken gezwungen haben, einfach auf. Ja, diese Ketten, sie öffnen sich, sie lösen sich auf. Das heißt, Genuss, Wohlfühlen. Dieses Gefühl wird unangenehm. Stress im Alkohol trinken. Ich komme zum Beispiel überhaupt nicht auf die Idee, wenn ich Stress habe, Alkohol zu trinken, weil da muss ich stark sein. Ich brauche meine Kraft. Alkohol ist Gift. Alkohol macht dich schwach. Menschen, die nicht trinken, die kommen nie auf den Gedanken, in Stresssituationen zu trinken. Gewohnheit, diese Gewohnheit wird aufgelöst und wir werden neue, gesunde Gewohnheiten erlernen. Gewohnheiten, die uns gut tun, die uns weiterbringen, die uns glücklich machen. Langeweile, Antriebslosigkeit, wie schon gesagt, das sind die Folgen vom Alkoholprogramm im Unterbewusstsein. Wenn man nichts mehr trinkt, ich habe zum Beispiel keine Langeweile und keine Antriebslosigkeit. Ich möchte so viel in meinem Leben noch schaffen, auch so vielen Menschen noch aus der Sucht helfen. Ich kann wirklich Antriebslosigkeit oder Langeweile gar nicht wirklich nachvollziehen. Ja, ich bin mir aber sicher, wenn ich getrunken hätte, hätte ich diese Symptome, wie alle Menschen, die trinken und die ich so kenne. Schwache Willenskraft, man trinkt nicht aus der schwachen Willenskraft heraus, sondern unter dem Einfluss vom Alkoholprogramm. Diese Methode, die Methode von Dmitri Paradov, basiert nicht auf der Willenskraft. Damit bieten wir mit unserem Kurs nicht nur eine Befreiung aus der Sucht, sondern eine komplette Schicksalsveränderung. Das, was negativ in eurem Leben war bis heute, ja, verwandeln wir mit euch zusammen in ein Pluszeichen. Ja, so dass die Sucht, in Wirklichkeit ist die Sucht eine gute Erfahrung. Später, wenn ihr vom Gift frei seid, werdet ihr sagen, danke für diese Erfahrung. Ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte und ich mache das Beste daraus. Eventuell helft ihr anderen Menschen später oder je nachdem. Aber erst muss man sich selbst davon befreien. So, nochmal, was bietet euch unsere Kurs? Teilnahme an allen Online-Trainings. Ja, das erste Training ist heute. Dann kriegt ihr Videoaufzeichnungen von allen Webinaren. So, dass man, wenn man will, kann man theoretisch jeden Tag ein Webinar anschauen, um sich so schneller von der Sucht zu befreien. Manche Kunden von mir berichten tatsächlich, dass sie in den ersten 2-3 Tagen, 2-3 Stunden nur Webinare angeschaut haben. Das ist okay, das ist legitim. Es ist absolut unwichtig, was er tut,
Wichtig ist, dass ihr von der Sucht frei werdet. So, ihr habt uns als Seminarleiter, also mich und Dmitri Paradov, wir werden euch natürlich mit allem unterstützen. Für uns ist eure Genesung eigentlich eure Ergebnisse wichtig. Ja, es geht eigentlich darum, dass ich zufriedene, freie Kunden habe, Menschen, die nicht vom Alkohol sterben. Ich habe selber immer noch, ich habe sehr lange gebraucht, fast 18 Jahre, um mich von einem Trauma, ein Trauma zu heilen, ja, ein Verlust, von einem Verlust eines geliebten Menschen, der am Alkohol gestorben ist, ja. Das war 1998, ganz unerwartet. Seitdem habe ich tatsächlich noch viel mehr Menschen schon verloren. Und ich kenne sehr viele Menschen, die auch nahe Angehörige durch Alkohol verloren haben. Das ist kein Spaß, das ist eine Zeitbombe. Der ganze komplette Kurs kostet 495 Euro. Das ist momentan eine Einführungsgebühr, dadurch, dass wir immer noch auf dem deutschen Markt neu sind. Daher, wir geben 100%ige Garantie. Entweder trinkt man nichts mehr oder man bekommt sein ganzes Geld zurück. Diese 100%ige Garantie geben wir jedem Menschen, der unseren Kurs mit uns, den ganzen Kurs mit uns praktisch durchgegangen ist. Ja, das ist sehr wichtig, damit das ganze Programm aus dem Unterbewusstsein komplett aufgelöst wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist noch nie passiert, dass jemand sein Geld zurückhaben wollte, aber wie gesagt, wir geben diese 100%ige Garantie. Was glaubt ihr, was haben alle Menschen gemeinsam, die früher sehr viel getrunken haben und dann irgendwann auf unserem Kurs waren? Sie alle hatten eine sehr große Angst, ihr Leben zu verändern. Angst vor der Kritik, Angst vor dem Versagen, ja, Angst nicht zu schaffen oder dass das Leben nicht mehr so schön wird. Aber wir haben diese Angst überwältigt, überwunden und das Ergebnis war viel, viel schöner als erwartet. So, lass euch helfen, diesen Schritt in ein lebenslanges, alkoholfreies Leben zu schaffen. Bitte, wenn jemand will, einfach im Chat ein Plus zu schreiben oder ein Ja, damit ich weiß, ob vielleicht jemand schon diese Entscheidung für sein Leben getroffen hat. Oder wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Ich kann eure Fragen auch hier im Chat beantworten. Oder ihr könnt mich gerne nach dem Webinar kontaktieren. Meine Daten erstens unter dem Video steht ein Link. Da kommt ihr direkt auf meine Seite. Ja? Man kann mich dann persönlich kontaktieren, wenn irgendwelche Fragen noch entstehen. Ihr könnt natürlich gerne nochmal zu so einem Webinar kommen. Aber ich wünsche jedem Menschen, ich sag, je schneller man diese Entscheidung trifft, ich meine jetzt nicht unbedingt unseren Kurs, allgemein die Entscheidung mit der Sucht zu quittieren, diese Sucht zu beenden, eigenes Leben zu retten. Ja? Das Leben hat 52 Wochen, glaube ich. Ja? Ein Jahr vergeht sehr, sehr schnell. Und am Ende des Jahres sagt man, mein Gott, das ganze Jahr ist vergangen. Und
ich trinke immer noch oder ich habe das und das, das oder jenes nicht geschafft. Und glaub mir, mit jedem Jahr geht die Zeit schneller und jeder Tag des Lebens wird immer kostbarer. Ja? Ab 40, ab 50 zählt jeder Tag. Ich wünsche euch, dass ihr die richtige Entscheidung für euch trifft und ich freue mich auf jede Anmeldung und ich wünsche euch alles, alles Gute. Eure Inga Wingerova. Vielen Dank für die Teilnahme an diesem Webinar.